Heute ist ein neuer Tag. Und wir waren gerade die ganze Familie besuchen. Ich glaube, 8 Häuser oder so. Ja. Und wir kommen jetzt gerade zu Hause, bei meinem Vater zu Hause. Und gehen gleich zu meinem Opa. Also er ist ja sozusagen vor einigen Jahren gestorben. Und wir gehen jetzt zu seinem Grab. Machen alles sauber, dies, das und dann morgen oder übermorgen wird dann so gebetet und ja, deswegen haben wir heute nicht so viel Zeit, wir haben noch nicht alle besucht. Oh, heute ist auch richtig warm, da mein Koffer weg ist, habe ich noch dieses T-Shirt, noch ein paar andere, meine einzige kurze Hose und noch einen, nein, noch richtig viele lange Hosen, aber Zeit, voll dumm, ist voll warm hier. Heute schon 15 Uhr. Ihr begleitet mich heute noch. Es kommt dann mein erstes Video und mal schauen, ob es euch gefällt. Ein Kommentar bitte. Ich will schauen, ob es gut ist oder nicht. Bis dann. Bevor wir dorthin gehen, müssen wir noch einkaufen. Räucherstäbchen und so. Ich koche noch was zum Trinken und Snacks. Mal schauen, ob es hier was gibt. Wir sind jetzt beim Grab angekommen und wir bereiten jetzt alles vor, die Wasserpumpe, und machen jetzt alles sauber und dann müssen wir beten. Also halt, weil wir die lange nicht mehr wieder gesehen haben. Und in ein paar Tagen werden viele eingeladen, ich glaube morgen oder übermorgen schon, um gemeinsam zu beten. Das haben wir alles gekauft, zum Probieren. Das ist das hier, Red Bull und ohne Kohlensäure aus der Flasche. Ziemlich süß. Schmeckt lecker. Ich kenne das schon. Einer meiner Favoriten. Kaum durch. 0 Grad. Ist so teemäßig. Limettentee. Schmeckt lecker. Probieren wir als nächstes das. Gibt es in Deutschland auch? Echt lecker. Schon leicht nach Mais. Mais schmeckt einfach. Empfehlenswert. Lays, eine westliche Marke mit so viel Geschmack. Mal schauen, ob es schmeckt. Es schmeckt lecker, aber nicht nach Sushi. Keine Ahnung nach was, aber es schmeckt lecker. Habe ich Bento. Es ist scharf und ich kenne das schon, meine Favoriten, das spiele ich einfach nochmal. Das sind leere Dinger, aber die sind so aneinander gedreht gerade. Ich weiß nicht wieso. Es brennt richtig auf der Zunge, aber auch süßlich. Schmeckt halt richtig nice. Doch, die Snacks hier und Getränke kann man empfehlen. Echt lecker. Was ich hier esse,
Ich habe eh nichts zu tun. Und die machen gerade alles sauber. Mit Wasser. Ziemlich heiß hier, aber zum Glück bewölkt. Trotzdem schwitzig, ich glaube gerade 37 Grad. Wie findest du es? Sehr lecker. Morgen dann wird die ganze Familie und ein paar Bekannte eingeladen, um dann gemeinsam zu beten. Oder übermorgen? Ich weiß nicht gar. Der Typ hat da ein Feuer gemacht. Obwohl man es eigentlich hier drin macht. Würde auch voll cool aussehen eigentlich. Aber der Papa meckert ihn gerade an. Scheiße, egal. Scheiße, das Feuer ist zu groß geworden. Jetzt sind alle hergekommen. Zum Löschen. Boah. Stell dir mal vor, das hätte das alles abgebrannt. Da haben wir den Motor. Ja, das war's. Ich habe keine Ahnung. Damit machen wir jetzt alles sauber. So sieht es dann ungefähr aus, wenn man gebetet hat. Jetzt sind wir chillen. Wir sind gerade am Essen. Das ist meine Tante, die gekocht hat. Sehr lecker. Komm, komm mal, da ist so gut. Hi. Sind heute viele zum Essen angekommen. Oh, es ist richtig voll dort. Boah, es ist etwas unangenehm, weil ich kenne die meisten ja gar nicht. Ja, ich kann einfach wirklich davon. Nur ein paar aus der Familie und so. Und ja, ich kann euch mal jetzt zeigen, wie es aussieht. Das zeigt mich schon gerne. Und ja, essen wir nochmal. Und morgen gehen wir nochmal zum Grab. Glaube ich. Ich habe echt keine Ahnung, was wir noch machen. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind, holt meine Tante, meine Mütterliche seit mich ab. Oder wir gehen nochmal Sachen einkaufen, da mein Koffer ja weg ist. Brauche ich neue Klamotten. Ich hoffe, hier in Vietnam finde ich gute Sachen. Ich freue mich ehrlich schon. Wir haben jetzt fertig gegessen und dann einen Mittagsschlaf gemacht. Das Essen war schon richtig lecker. Es sah ganz normal aus, aber war eindeutig besser als in Deutschland. Dann habe ich Mittagsschlaf gemacht. 4 Stunden lang. Bin gerade aufgestanden und echt müde. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einkaufen, glaube ich. Und dann zeige ich euch mal, was ich so holen werde. Bis dann. Das war's schon mit dem Video. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr einen Like und Kommi da lassen. Und die Klamotten, die kann ich euch morgen zeigen, da die noch in der Wäsche sind. Also wenn es euch interessiert, dann lasst einen Kommi da. Dann viel Spaß euch noch. Tschüss.